Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung bei DeLeo. Mein Name ist Markus Sieder. Heute das Thema Europa. Haben Sie schon einmal über das Thema Europa nachgedacht oder sich intensiv mit einer Person darüber unterhalten? Wir haben heute ein paar Passanten in der Innenstadt von Wolfenbüttel dazu befragt. Wir werden nun auf Passantenjagd in der Wolfenbütteler Innenstadt gehen. Entschuldigen Sie? Ja? Könnte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, aber ich hab's eilig. Kein Problem. Wie heißen Sie denn erstmal? Ich heiße Lucia Salvatore. Das bedeutet, Sie kommen aus Spanien? Ja, aber ich lebe seit meiner Kindheit hier in Deutschland. Okay, was halten Sie denn von Europa oder wie denken Sie über Europa? Das ist eine schwierige Frage, aber ich finde Europa eigentlich recht gut. Europa ermöglicht mir das Reisen, da ich auch zwei Nationalitäten habe, also es ist sehr leicht von dem einen Land zum anderen Land zu fliegen. Okay, und eine zweite Frage, die ich aus dem Internet habe. Sind Sie nationalstolz? Es ist eine sehr klischeehafte Frage, finde ich. Aber natürlich bin ich stolz auf mein Land und auf die, wie gesagt, Kultur und Sprache und auch aufs Essen. Aber das heißt aber nicht, dass ich jetzt extrem nationalstolz bin. Aber ich kenne genug Spanier, die es auf jeden Fall sind. Ich stehe aber zu meinem Land. Danke für das nette Interview und ab zum nächsten Passanten, würde ich sagen. Tschüss! Hier haben wir unseren nächsten Kandidaten. Wie heißen Sie denn? Giancarlo Ponte. Das bedeutet also, Sie sind Italiener. Das ist richtig. Was halten Sie oder denken Sie denn von Europa? Also Europa im Allgemeinen finde ich gut, aber in letzter Zeit geht mir diese ganze Flüchtlingskrise ziemlich auf den Sack. Okay, darüber wird viel diskutiert, auch in den Nachrichten. Ich habe noch eine Klischeesache. Stimmt es, dass Sie nur Pizza und Nudeln mit Tomatensauce essen? Sind Sie blöd? Essen Sie nur Kartoffeln? Ah, das ist eine sehr gute Frage. Nein, ich esse zwischendurch auch mal Pizza oder halt Nudeln mit Tomatensauce. Aber auch Kartoffeln. Okay, ja, also ich esse eigentlich fast alles. Okay, sehr schön. Danke für das nette Interview. Gerne doch. Tschüss. Und nun zu der letzten Passantin, die wir befragen werden. Entschuldigung. Ja. Haben Sie kurz Zeit für ein paar Fragen? Ja, worum geht's? Es geht um das Thema Europa und wie heißen Sie denn erstmal? Mein Name ist Arisa Takish. Das bedeutet also, Sie kommen aus einem Land im östlichen Bereich? Ich komme aus Iran. Okay, dann habe ich gleich eine erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte. Was halten Sie von Rassismus oder sind Sie oft schon Rassismus begegnet? Gute Frage. Also ich bin vor ein paar Jahren erst nach Deutschland gekommen. Ich habe die deutsche Sprache gelernt. Es kamen am Anfang ein paar Sprüche. Aber das muss man auch einfach wegstecken und belächeln. Okay, das ist gut, dass Sie das so wegstecken. Okay. Danke für das Interview. Und nun zurück ins Studio. Das war's über das Thema Europa. Die ganze Folge finden Sie unter der unten eingeblendeten Internetseite oder auf Facebook.com. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie die gerne auf Facebook stellen. Haut rein und bis dann. Tschüss.